Hallo meine Lieben und frohe Weihnachten 2019. Ja, ich darf euch auch dieses Jahr wieder begrüßen zum großen Aufreiß- und Auspackgelage. Unterstrichen werden die heutigen Festivitäten von einem wunderbaren Piña Colada. Ja, das schmeckt halt sehr chemisch. Let's start the Auspacking in 3, 2, 1. So, also schauen wir mal. Dieses Paketchen ist von meinem Arbeitsehemann schwer. Jetzt reiße ich es aber auch auf. Wie schaut aus wie sowas zum Scheiben abziehen? Ja, das ist eine super, super Sache. In meiner neuen Wohnung habe ich ja praktisch eine ganze Wand nur aus Fenster. Ja? Und da kann man sich vorstellen, was das für Arbeit ist, das zu putzen. Ich habe sowas von Wish, aber das ist ein Klumpert und das ist massives Metall. Vielen Dank, geniales Geschenk. Und das ist ja nicht alles, was ich von meinem lieben Arbeitsehemann bekommen habe. Wir waren noch miteinander beim Lush, eben am 23. Kann man sich vorstellen, was da los war. Und da hat er mir dann ein paar so Lush-Sachen ausgesucht. Ja, und als nächstes hätte ich was von meiner Kollegin / Vorgesetzten. Also ein bisschen höher halten. Oh, wie schön. Dankeschön. Oh mein Gott, ich habe mir ja selbst was geschenkt. Also, das ist von mir an mich. Ja, eigentlich wollte ich es mal ja selber verpacken, aber das ist jetzt zu spät. Nächstes. Es fühlt sich an wie Socken. Schau, wie lieb die Karte. Welche Freude. Ist der schön. Na schau, bin ich so nackert da herum, kann ich gleich einen Schal gut gebrauchen. Aber ich auch noch ungefähr. Schön Grisi-Bär. Erst du hast doch eh kein Geld. Grisili, Grisileinchen. Leute, ich spüre diesen Cocktail schon, ja. Habe ich wirklich eine Riesenfreude. Ich muss ihn leider nichts gegen den Schal, aber mir ist total heiß, ich muss jetzt wieder raus. Chris, voll lieb, ja. Auch auf dich. Einen Schluck von diesem köstlichen. Das da ist von meinem lieben Kollegen von Phil. Das ist so der Spaßvogel der Firma. Voll ein besinnliche Weihnachtszeit, den Inhalt dieses wunderbaren Geschenks wird dir die Zeit versüßen. Zeitversüßer kann man immer brauchen. Was ist denn das? Was? Er meint ja, der ist gut, der Film, deswegen, das basiert auf dem Fall Henry Lee Lucas, der 600 Morde für sich reklamierte. Man weiß ja, ich bin interessiert in so True Crimes und so. Ja, danke. Und auch auf dich einen Löwenschluck. Na, da geht's dahin, Leute. Jetzt habe ich schon einen Schali und so ein Abziehdings fürs Fenster. Also mein Backerl und das von meiner besten Freundin, das lege ich mir bis zum Schluss. Das da ist von meinen drei Arbeitskolleginnen. Aber schau, wie lieb das ist. Da sind Federn drin. Jetzt habe ich keine Schere dran, bin zu faul zum Aufstehen nochmal. Nein, jetzt habe ich schon gehabt und hab's wieder. Jetzt reiß ich da einfach an. Das hat nichts gebracht, das Anreißen. Das ist nicht alles auf die Geschenke drauf. Die leere Verpackung, mein Gott, das wird ja wieder passen zu mir und dann alle Geschenke weghauen, genau. So, okay. Da ist ja schon das Geschenk. Da schau, unter all den Federn verwirkt sich Kindbär. Ja, ich merke schon, ich kriege schon das bisschen das fade Auge. Also so halt, wenn ich was getrunken habe, dann klappen mir die Augen wieder so runter. Ja? Egal. Vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt machen wir aber mal mein Backerl auf. Also, schau, wie schön das ist. Ich habe nämlich gedacht, das ist schon, also das da ist schon die Weihnachtsverpackung und es ist dann nochmal verpackt. Schau, wie schön das ist. Mach die Augen zu und zieh deine Kleinigkeit aus. Ein Milk, also Milk, so heißt die Marke, Matcha
Toner. Ja, danke, Christkindl. Ein Schluck auf dich, Prost. Dann machen wir da das zweite auf, das ich vom Filialspaßvogel bekommen habe. Ist ja wie lieb. Also, Kinder, was ist es? Freue ich mich darüber. Das ist eine Frechheit. Also so eine Unverschämtheit. Antifaltenmaske. Sofort Lifting-Effekt. Aus so eine Unverschämtheit. Na Frechheit, na warte nur. Das brauche ich überhaupt nicht. Antifalten. Was ist das da? Ja, die Marke dürfte irgendwie heißen Lu. Ja, und weil man ja weiß, dass ich ein großer Lush-Fan bin, hat er da überall Lush draus gemacht. Lush. So viel Mühe, Philipp, danke. Da die 1,50 Seife. Ich meine, ja, also nicht, dass sie schlecht ist, deswegen. Ja, aber ich esse riecht gut. Naja, danke, Philipp, ja. Danke. So klinisch. Na, danke schön. Philipp, auch auf dich ein von Herzen kommendes. Es geht aber. Es geht aber. Nur kalt wäre es halt besser. Habe ich Eiswürfel? Schau mal. Bin ich wieder da. Ja. Eiswürfel. Check. Schau mal, ob es besser schmeckt. Das ist. Gut. Wir haben hier noch zwei Päckchen stehen. Und meines vom Sephora noch. Dann machen wir mal das auf. Und zwar, das ist eben auch von meiner Kollegin / Vorgesetzten von der Martina. Noch mehr Federn. Okay, bevor das jetzt bis übermorgen dauert. Oh, schau. Douglas da momentan, ich glaube, die haben dort eh schon mein Konterfei dort hängen. Weil ich so viel bestelle in letzter Zeit. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich, wirklich, wirklich so viel. Das habe ich gar nicht verdient. So brav war ich nämlich auch nicht, glaube ich. Ich bin immer sehr viel am Ranzen und reg mich gleich über Sachen auf und dann im Nachhinein stellt sich raus, das war gar nichts zum Aufregen. Ich habe noch nicht zugehört. So, was hängt da? Leute, als letzte zwei Päckchen haben wir noch das von meiner besten Freundin und das Sephora-Packerl. Nimm Sephora-Packerl noch. Urban Decay All Nighter. Das ist halt der beste Setting Spray, den es gibt. Also den spült man sich rauf und dann rinnt einem halt das ganze Make-up nicht runter, ja. Okay, also dann kommen wir zum letzten Packerl. Das ist von meiner Angie, von meiner besten Freundin. Das Sackerl wird wieder aufgehoben, wie immer. Schau, wie schön ihr das eingepackt hat. Ich glaube, ich kenne den Geruch. Oh, den wollte ich mir wirklich schon selber kaufen. Let it glow sparkle. Das ist eigentlich, kann man sagen, wie ein Hautöl. Schau, wie schön. Vielen, vielen Dank. Kann ich gar nicht ausgehen. Oh Gott, schau dir das an. Oh mein Gott! Also da, das ist wie Glas, ja genau, das ist der Effekt, den ich anstrebe. Angie, obwohl es grauslich schmeckt, ja, das hat einen riesigen, riesigen Dankeschluck verdient, ja. Angie, auf diesen wunderschönen Highlighter. Prost! Entschuldigung, es geht nicht mehr. Ich habe noch ein Backerl von mir, es greift sich fast an wie eine Kerze. Aber vorher nehme ich noch das letzte raus aus meinem Sephora-Backerl. Das ist ja allein die Schachtel schon geschwungen. Schau gar nicht. Und zwar ist das die Shade and Light Kontur Palette
von unserer lieben Katharina von Drakenberg. Buchstaben sind der Haben, seht ihr das? Wow! Für die, die die Catwan, die nicht kennen, das ist halt ein Tattoo-Artist. Und hat ihm jetzt auch ihre eigene Make-up-Linie und designt auch ihre ganzen Verpackungen selber. Ja, traumhaft schön. Da habe ich wirklich eine Freude. Gut, Leute, dann kommen wir jetzt zum letzten Paketchen, wieder von meiner Besten. Also das ist ein zickend gemachtes, das liebe ich, aber da nur so dran zupfen muss. So schön ist das. Aber ich habe wirklich Gott, wo sind der Hände? Wo sind der Sterne? Okay, da ist jetzt auf einmal. Nur einen Schluck machen, die Aufregung. Body Shop British Rose Fresh Plumping Mask. Das duftet. Body Shop kenne ich wirklich gar nicht. Ich habe da noch nie was gekauft. Ich kann da gar nichts sagen drüber. Also das ist wirklich wahnsinnig ansprechend. Ja, das schaut edel aus. Und aber trotzdem irgendwie süß und nicht so für alte Damen. Also im Gegensatz zu dem da, ja. Also das voll die Überraschung und wirklich voll die Freude. So edel schaut das aus. Danke für alle Geschenke. Ich meine, ich liebe euch. Ihr seid das ganze Jahr für mich da. Und ich kann immer, wenn ich Sorgen habe, kann ich immer zu jedem von euch kommen. Und deswegen, die Geschenke, die sind ja der Streusel am Kuchen, ja. Aber der Kuchen, der seid ihr selber. Gut, Leute, ich wünsche euch und natürlich allen anderen auch da draußen im Zombieland, im Großen, wünsche ich die schönste Woche von allen. Und ja, würde mich auch wieder freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin, Küsse und Grüße, eure Mulberry. Ciao, Prost. Das wird nichts.